passt schon irgendwie. Ich guck mal. Geschütz weg, Geschütz weg. Ich muss das alles nochmal neu aufbauen. Geschütz weg, Geschütz weg, Geschütz weg. Gibt's hier keinen Reset-Knopf oder so? Das Haus sieht interessant aus. Die Fabrik sieht scheiße aus. Egal. Passt schon irgendwie. Da kommt was hin, da kommt was hin. Und wir bauen wieder, genau, wir bauen mal wieder. Wie so oft, was wir tun. Wir bauen eigentlich nur in diesem Spiel. Und noch 3 Türme. Okay, dann auf zur nächsten City oder eher zur anderen City. Setzen wir noch hier Mega-Geschütz drauf. Und so zum Spaß. Ich verstehe nicht, warum die hier immer so viele Türme bauen. Hat doch gar keinen Sinn. Ich meine, irgendwie greift mir kaum Piraten an. Okay, letzte Folge haben, glaube ich, welche angegriffen, aber das war das erste Mal, dass die angegriffen haben und nicht irgendwie meine Artefaktbebuddelung, meine Artefaktbebuddelungsstellen, nein, meine Artefaktstellen, meine Artefaktstellen, wo ich immer hinfliege zum Artefakt suchen, belagert haben. Das ist auch ganz grob, was sie auch ziemlich gern machen, muss ich sagen, mittlerweile. Okay, unser Meergeschütz liegt da rum. Das dürfte genügend Schutz fürs Erste sein. Dann kriegen wir dann die Kolonist 5 Plakette. Bei 200, oh scheiße. Dann kriegen wir endlich den Planetenklatscher und können damit jeden Scheiß aus dem Weg räumen, den wir sehen. Ich glaube, so werde ich mich auch durch die Korks prügeln müssen. Früher oder später. Und wir haben immer noch 5 mehr Tonnen an Money. Okay, nicht Tonnen, aber es ist immer noch ein schöner Batzen Geld, womit man eine Menge anfangen kann. Ich glaube, ich kaufe gleich noch ein paar Werkzeuge. Gucken. Was braucht man denn? Haben wir schon alles Kenner 5? Nein. Werkzeuge. Um alles Kenner 4 zu verdienen. Ja, manchmal so. Dann sehe ich wenigstens, wie ich da abschneide immer. Kann man noch ein paar Reparatursets? Nur so zum. Weil wir es können. Das verkaufen wir und das war's auch schon. Fliegen wir mal da hin. Boah, ich fliege die ganze Zeit nur rum und kaufe, verkaufe, kaufe, verkaufe, kaufe, verkaufe. Gut, dass ich den Hauptplaneten habe. Ich kriege wenigstens gut viel rotes Gewürz rein. Ja, hier nimm gelbes Gewürz, auch wenn das eigentlich der Nachbarplanet war. Kaufe ich mir halt das Scheißteil da noch. Und Meteoritnagel. Okay, es geht langsam voran. Wo wollte ich denn eigentlich ausbauen? Ach ja, hier bei Pink. Und wir bauen jetzt den pinken Planeten aus. Es wird doch mal Zeit. Ich meine, es sind ziemlich wenig Sachen hier. Okay, Meteoritnagel. Oder? Ja, es war Meteoritnagel. Bestaunen wir den epischen Meteoritnagel. Der total die Welt vernichtet. Yeah. Oh Gott, die Sonne war da gerade. Wenn der Himmel schwarz ist, sieht's besser aus. Yeah, die Welt geht unter Meteoritnagel. Ja, ich sollte mal Wolken absaugen. Genau, gehen Richtung T3. Immer schön brav in Richtung T3. Okay, das reicht. Setzen wir. Nein, setzen wir das da drauf. Das da drauf. Das da drauf. Oh Gott, davon gehen uns auch langsam die Tiere aus. Egal, hier können wir eh neue holen davon. So, T2 Planet. Endlich. Was braucht man denn noch für das ganze andere Zeug, ey? 20 Ökosysteme füllen. Oh Gott. Sammler, boah. Ich will blaues Meer. Boom, Meer ist blau. So. Ich mach's, wie ich will. Hahaha. oh Gott. Was mache ich jetzt, ey? Mir ist. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin irgendwie heute so. Aussagelos, würde ich sagen. Aussagelos, würde ich sagen.
Bauen wir noch eine Stadt. Genau, noch eine Stadt. Städte sind gut. Und wir hauen mal eben kurz Berge und Insel, Wasser weg. Und wusch, auf einmal bildet sich da so eine Mauer. Warum brauchen die noch Mauern? Die Gegner können auch mit Jetpacks rüberfliegen oder sowas. Denke ich mir mal. Will ich nicht hoffen. Okay, noch mehr Zeug, noch mehr Zeug. Bauen wir das dahin und wieder jede Menge Türme. Türme sind toll. So, endlich. Jetzt haben wir auch, ja, dann T2. Warum nicht? T2 ist immer gut, besser als T1. Hier kriegen wir wieder jede Menge Geld. Ich glaube, das Geld wird gar nicht weniger, wenn das so weitergeht. Ach ja, dann können wir auch locker mal bei uns raufen. So, setzen wir hier noch. Scheiß Gewitztag hin und ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Das habt ihr gehört wahrscheinlich. Oder auch nicht, wer weiß. Dürft ihr euch aussuchen, ob ihr es gehört habt oder nicht. Es wird schon... Hallo, die haben schon wieder ein Gewürz. Mann. Hört auf, Gewürze zu produzieren. So, ich komme nicht hinterher, wenn ihr so schnell seid. Ich muss auch wieder da oben hin, um blaue Gewürze zu kriegen. Hier sind schon wieder noch mehr grüne Gewürze. Uipi. Was macht der da? Okay. Was haben wir hier? Kaufen wir hier auch noch Dingens. Und laden uns hier auf, auch wenn das ein bisschen Geld kostet. Haben wir wenigstens wieder volle Fantasie. Wie sieht's hier aus? Oh, hier ist noch gar keine zweite Stadt drauf, obwohl das hier 2 ist. Fällt mir jetzt auf. Hier ist aber schon Gewürzlager. Oh, okay, habe ich halt jetzt auf Lager. Okay. Dann bauen wir halt noch eine Stadt hin. Warum nicht? Jetzt baue ich mal erstmal die Türme. Dann den ganzen anderen Mist. Ah, Gott, Gott, Gott. Dein. Nein, dein. Nicht verkaufen. Ich frage mich immer noch, wo die ganzen Abgase. Ich meine, es muss doch ja auch sowas wie globale Erwärmung geben, oder? Also ich will es hoffen. Was ist das hier alles? Man hat das eine andere Textur. Muss geändert werden. Gelände eben. So. Boah, Rauch. Noch mehr Gelände eben. Noch mehr Gelände eben. So, voll der Berg jetzt da. Und Tentakelberge. Wow. Okay. Cool. Da haben wir hier nichts. Da. Terra-Schlucht, Terra-Krater. Eine Terra-Schlucht, warum nicht? Ein Terra-Fluss. Ui, hin und her, hin und her. So, ein Terra-Fluss. Jetzt hat der Planet wenigstens ein bisschen Wasser. Gelände senken, Großdeiten. Gelände gesenkt. Ich muss Meere erschaffen. Ah, dient wahrscheinlich nur in erster Lage dazu, hier diese scheiß Planetenkünstler-Sachen voll zu kriegen. Höhö. Bin ich nicht toll? Naja, eigentlich nicht. Süße Plateaus. Und noch ein Terra-Fluss. Direkt hier durch. Blub, 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 direkt durch den Wald. Jetzt sieht der Planet doch schon, na, zumindest sieht es an einigen Stellen etwas besser aus. Hier kommt nochmal. Gelände senken groß. Und schon haben wir hier ein kleines Märchen sozusagen. Gelände senken mittel, Gelände senken klein. Boah, Rauch, überall nur Rauch.
Haben Sie wenigstens ein bisschen was auf diesem scheiß Planeten hier? So, noch ein bisschen das Gelände ebnen. Und da war es auch schon. Ein bisschen am Planeten rumgebastelt. Jetzt haben sie zumindest etwas Wasser. Oh, schon wieder 7 blaue Gewürze, ey. Kann doch nicht angehen. Nee, brauche ich nicht. Passiert eh nicht so häufig mehr. Ich kann euch ja den Monolith zeigen. Ach ja, der Monolith. Nicht wirklich nützlich. Aber auch nicht wirklich unnützlich. Was machen wir? Ja, boah, ich flieg schon wieder rum. Und sammel. Scheiß. Der ist T3. Oh. Wusste ich gar nicht. Doch, wusste ich schon, aber ich hab's nicht, mir ist bis jetzt gerade entfallen. Passt schon irgendwie. Also auf jeden Fall kaufe ich dann jetzt das Teil hier. Ja, Moment mal. Hier mehr Zeug. Ja, jetzt behalte ich noch ein bisschen. Bis ich davon einen kleinen Vorrat habe. Boah, ich fliege die ganze Zeit nur rum und verkaufe Gewürz, ey. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, was ich die letzten 10 Minuten gesagt habe. Das kommt mir so vor, als würde ich die ganze Zeit nichts sagen. Irgendwie stumpf. Es wird schon irgendwie passen. Wieder mehr grüne Gewürze. Ach ja, wir haben ja da hinten noch einen Planeten. Noch mehr rote Gewürze. Mehr rote Gewürze führen zu mehr roten Siegen. Naja, nicht wirklich. Ich meine, rote Siege, was sind rote Siege? Violette Gewürze. Fliegen wir da mal hier hin. Und bauen hier die Stadt aus. Bzw. den Planeten. Noch mehr Gewürze, immer noch. Jetzt haben wir eine ordentliche Anzahl an Gewürzen. Ach ja, der Planet war das. So. Oh Gott, der hatte nicht gerade viele Gewürzgeysire. Jo. Stimmt, T3 ist er ja schon, ne? Ja. Dann können wir jetzt hier noch ausbauen. Wow, 15 Einwohner hat die Stadt. Das ist ja echt viel. So, bauen wir jetzt wieder jede Menge Gebäude. Gebäude bauen. Wäre schön, wenn man hier ein bisschen mehr Vielfalt hätte, aber mache ich nie. Was schon irgendwie, sollte man eine neue Fabrik machen. Die sieht auf Dauer scheiße aus. Guckt euch an, wie schön. Das ist pure Abgas hier alles. Ich frag mich, wann, habe ich vorhin schon gesagt, aber wann kommt zur Hölle mal Umweltkatastrophen oder sowas? Also nicht, dass irgendwelche Tiere vergiftet sind oder so, da gerade alle. Wow, oh mein Gott, 20.000, 20 Millionen, 2 Millionen, 20 Millionen, boah, ist ja schön. Auf jeden Fall eine Menge Geld. Ich meine, außer dass Tiere am Sterben sind oder so.